Joker. Was ist euer Handwerk? Also wir sind ein ganz kleiner Verein, wir haben 120 Mitglieder. Ja, wir haben ein Trainerteam, was glaube ich unheimlich gut zusammenarbeitet. Und das spüren die Kinder auch. Ja? Das Engagement, was die Trainer hier reinbringen, das überträgt sich auch. Weil wir von klein auf schon miteinander sozusagen zueinander halten, mit den Trainern immer guten Kontakt haben. In den Teamwettkämpfen ist aber auch erlaubt, farbige Anzüge zu tragen. Und das wünschen sich unsere Kinder und wir fänden das für die Kinder auch schön. Am Verein finde ich gut, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainer und Sportler gut ist. Lange haben Peter Pabels und Angelika Pabels den Verein alleine geleitet. Und nach dem Tod von Peter Pabels musste sich der Verein damals neu erfinden. Und ich glaube, dass das unheimlich gut funktioniert hat. Wir haben die Trainer, die ihren Teil dazu beitragen. Und wir haben auch ganz viele Eltern, die hier viel Engagement reinstecken. Die Gesamtheit macht den Verein ganz besonders. Votet für den SC Bushido! Votet für den Judosport!